Königsbachstein, eine Gemeinde mit Flair. Die von Fachwerkhäusern geprägten Ortsteile Königsbach und Stein liegen zwischen Kraichgau und Nordschwarzwald. Besucher und Einheimische beschreiben die idyllische Landschaft hier auch gern als die Toskana Badens. Herausragend in den historischen Ortskernen sind die Rathäuser von Königsbach und von Stein. Die Gemeinde ist erst 1974 entstanden. Sie unternimmt viel für eine gute Wohnqualität. Beide Ortsteile sind im Landessanierungsprogramm. Damit bestehen für Hauseigentümer Fördermöglichkeiten und Steuervorteile. Bürgermeister Bernd Kielburger setzt sich dafür ein, dass die historische Bausubstanz gepflegt und erhalten wird. In beiden Ortsteilen haben wir schmucke Ecken, bei denen man vielleicht vor 20 Jahren gesagt hätte, da muss man Quartiere abbrechen. Da sind jetzt schöne Wohnsituationen entstanden. Die Gemeinde Königsbach-Stein möchte aber nicht nur ein schmucker Wohnort sein. Zu einer lebendigen Gemeinde gehört schließlich noch viel mehr. Wir haben hier auch in den letzten 20 Jahren von 1800 Arbeitsplätzen am Ort aufgebaut. Wir haben heute 3700. Wir haben also damit nicht nur das Wohnen im Vordergrund, sondern auch eine sehr gute Infrastruktur im Bereich der Arbeitsplatzangebote. Wir haben ein Gymnasium, eine Realschule, zwei Grund- und Hauptschulen. Wir haben Ganztagesangebote. Es sind die Dinge, die die Menschen brauchen. Heute leben knapp 10.000 Einwohner in Königsbach-Stein. Zu ihnen gehört auch die Landwirtfamilie Hottinger. Wer hier zu Besuch kommt, macht schnell mit Bonnie Bekanntschaft. Enkel Jan hat sie als Frischling auf dem Feld gefunden. Ihre Mutter lag tot am Feldrand. Innerhalb von 14 Monaten hat sie sich zum frechsten Haustier von Stein gemausert. Man muss alles wegstellen, weil sie sonst alles hey macht. Da in der Weste reißt sie alle Knöpfe weg, wenn sie etwas verwischt, oder den Reißverschluss macht sie hey. Letzte Woche hat sie eine Jagdkanisse hochgelegt, die hat sie runtergezogen. Und da war in der Tasche drin, ist die ganze Tasche alles hier. Entsprechend sorgt die zahme Wildsau bei Spaziergängen mit ihrer neuen Rotte regelmäßig für Aufsehen unter den Bewohnern. Es gibt ja selten, dass ein Wildschwein so zahm ist und frei rumläuft. Also es sind sehr unterschiedlich. Manche freuen sich, manche haben Angst. Und damit sie nicht doch irgendwann einem Jäger vor die Flinte läuft, trägt Bonnie einen roten Punkt. Königsbach und Stein haben eine lange Geschichte. Es finden sich Spuren der Römer, aber auch eine Besiedelung schon um 500 vor Christus ist nachzuweisen. Der Name Königsbach deutet auf den einstigen Sitz eines Fürstengeschlechts hin. 1150 wird Kunige Pach in einer Urkunde des Klosters Reichenau erwähnt. Königsbach war schon immer ein reiches Bauerndorf. Durch seine Märkte, seine Lateinschule, Apotheke und Salzlager war es Mittelpunkt für die Umgebung. In Königsbach lebte eine starke jüdische Gemeinde. Leider eine der dunklen Situationen in der Gemeinde, die wurden nach der Reichskristallnacht nach Gürs deportiert, sind oft in Auschwitz zu Tode gekommen. Dem Schicksal der Deportation und Ermordung ist Georg Richter durch Flucht entkommen. Für ihn war Stein allerdings ein Ort der Zuflucht. Georg Richter gehört zu den sogenannten Donauschwaben. Rund 100 Familien kamen nach dem Zweiten Weltkrieg nach Stein. Daran erinnert heute das Heimatmuseum. Georg Richter stammt aus Brestovac im heutigen Serbien. Im 17. und 18. Jahrhundert hatte die österreichische Kaiserin Maria Theresia arbeitslose Deutsche auch aus dem Enzkreis als Umsiedler dorthin geworben. Vor den Kriegsgeschehnissen des Zweiten Weltkrieges flüchteten die Donauschwaben dann 1944 mit Pferdewagen wieder zurück nach Deutschland. Ja, das war schon eine ganz schlimme Zeit. Ich war damals 9 Jahre alt, aber hab trotzdem das meiste mitgekriegt, wie schlimm es war. So viele Leute auf einem Pferdefuhrwerk und jeden Tag ging es weiter, jeden Tag weiter. Im Heimatmuseum sind ein Original-Fluchtwagen und zahlreiche Trachten der Donauschwaben zu sehen.
Werke von Bad Sprestowatzer Kunstmalern zeigen das Alltagsleben der Deutschen an der Donau. Sie waren überwiegend Bauern. Die Gemeinde Königsbach-Stein übernahm 1974 die Patenschaft der Bad Sprestowatzer und gab ihnen damit einen neuen Mittel- und Treffpunkt. Stein bedeutet einfach Burg. Es ist erstmals 1150 erwähnt. Das Dorf wurde damals wahrscheinlich von den Herren von Stein beherrscht, die schon im 10. oder 11. Jahrhundert eine Wasserburg erbauten. Sie stand an der Stelle des noch erhaltenen, allerdings jüngeren Storchenturms und des evangelischen Pfarrhauses. Ich wohne ja in Stein und zu Hause ist natürlich der erste Lieblingsort. Aber der zweite ist hier mein Amtssitz, das schöne Rathaus, die Umgebung, der Marktplatz, auf dem Leben ist. Das ist etwas ganz besonders Wertvolles und darüber freue ich mich jeden Tag. Idyllisch, zentrumsnah, lebendig, Königsbach-Stein. Halt einfach von allem etwas.